Hallo und herzlich willkommen in der Baradin-Festung. Dies ist das Ebenstück zu Acherons Kammer. Auch hier werden die Bosse nach und nach hinzugefügt. Leider gibt es im Moment nur einen Boss, den wir bekämpfen können, Argalos. Diesen möchte ich euch jetzt an einem 10-Mann-Video näherlegen. Wir haben bei dieser Aufstellung zwei Heiler dabei, einen DD, der dispellen kann und zwei Tanks. Ihr könnt allerdings auch mit drei Heilern spielen, wovon dann einer dispellt. Aber uns war hier der Schaden etwas wichtiger, da er einen Enrage-Timer von 5 Minuten hat und das bei diesem Hero-Equip, was wir im Moment noch haben, gerade so aufgeht. Aber um auf das Dispellen zurückzukommen, der Debuff tritt alle 20 bis 25 Sekunden auf, trifft immer 3 Leute, hält 15 Sekunden an, wenn er nicht dispellt wird und die Spieler erleiden dadurch alle 0,5 Sekunden ca. 3000 Schaden. Dies ist unnötiger Mana-Verbrauch für die Heiler, daher sollte es immer runtergenommen werden. Wir befinden uns jetzt gerade im Teufelsfeuersturm. Dieser tritt einmal auf bei 33%, einmal bei 66%. Daher einfach verteilen, möglichst gucken, dass er hinter dem Feuer steht und einfach die Heiler etwas entlassen. Ihr könnt zwar auch Schaden auf den Boss machen, aber das ist eher nebensächlich. Wie ihr seht, verteilen wir uns dann immer in zwei Gruppen, a 5 Mann. Das ist ganz wichtig für den Meteorschlag, den er wirkt, da der Schaden auf die Gruppenmitglieder aufgeteilt werden muss, da ein Tank alleine das nicht standhalten würde und sofort umkippen würde. Nebenbei stehen wir im 90-Grad-Winkel zueinander, da er einen weiteren Debuff auf uns macht durch diesen Meteorschlag, der unseren Feuerschaden erhöht. Dieser sollte nicht höher als 2 stacken. Er ist zwar bei 2 Stacks noch wegheilbar, es muss aber nicht unbedingt sein, da die Heiler normalerweise schon genug zu tun haben. Der Meteorschlag tritt circa alle 18 Sekunden auf. Der Debuff hat aber eine Abklingzeit von 20 Sekunden, daher tun wir uns immer gegenseitig abspotten. Wir haben Hero jetzt zwischen den zwei Teufelsfeuerstürmen gewählt. Ihr könntet diesen aber auch am Anfang nutzen, da ihr eine Position wählen solltet, wo möglichst noch alle Spieler am Leben sind, dass diese voll ausgenutzt werden kann. Ja, und das war es eigentlich schon. Mehr kann dieser Boss eigentlich nicht. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video und auf gutes Gelingen.